Hallihallo, meine lieben Freunde da draußen und herzlich willkommen heute hier beim LS22 Neighbors. Ach, guck mal, da kommt er schon. So muss es doch sein. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Ist der hier? Ach, der telefoniert gerade. Naja, das ist natürlich Pirotze. Aber es scheint wohl wieder zu funktionieren, das ganze das Ding. Oh, Stefan, ich dachte, du telefonierst gerade. Ja, ich habe gerade das Telefon los. So, alles wieder repariert oder was? Ja, da war ja nichts an dem kaputt, das ist ja von der Schaufel weggebrochen. Ach so. Ja. Also das heißt, die Schaufel geht nicht. Ja, aber das wurde wieder eingeschweißt. Okay, alles klar. Ja, heute Nacht. Ja. Ja, bei den Paletten, welche müssen alle noch verladen, welche müssen alle weg? Alle. Alle. Also dein Bruder, der hat die selbstständig ausgeladen, also ausgelagert. Ja. Oh, machen wir kurz eine Pause hier. Ja, nee, da muss ich mich bei dir auf den Hof einloggen. Ja, mach das mal. Ja, bin ein Glück bei dir. Alles klar. Also das ist nicht nur noch, was hier steht, hä? Ja, also alles, was dann drinnen ist. Alles, was drinnen ist. Also ja, alles, was recht ist. Ich hab den Auftrag nämlich nicht aufgenommen. Das ist richtig. Das ist richtig. Alles gut, alles gut. Ja, genau, und dann verkaufst du es bitte dort, wo es am meisten Kohle gibt. Ja. Ne? Dann schau ich echt schon nach, wo es am meisten Kohle gibt. Das wäre schön, genau. Ne, gut, alles klar. Brauchst du Hilfe bei Ocean Bus? Ich bleib beim Kartoffelladen. Wie bitte? Ich bleib beim Kartoffelladen. Ja, kann ich ein bisschen was mit einladen. Mach ich gleich mal mit. Ja, ich mache jetzt bloß schnell die Paletten und dann fange ich an mit dem Kartoffelladen. Also dann könntest du noch ein bisschen was machen. Ja, ich rufe mal die Kohli an. Jo. Und bin dann im Funk oben, hä? Jo. Wenn was wäre. Alles klar, Ruhe. Alles Stefan, gut. Bis später, hä? Bis später. Ich. Kohl hier. Kohli, der Obstmann hier, grüße. Grüß dich. Hier, sag mal, hast du wie heißt das gleich? Steinesammler manchmal noch irgendwie in der Zerre? Ist das deiner hier oder was? Ostenü. Das ist meiner, hä? Ne, du hast den doch genommen, oder ne? Was weiß ich, was die hier genommen hat? Ach, warte mal. Ist der alte Kohli jetzt dran gerade? Ja, ich bin dran. Ach so. Habt ihr irgendeine Umleitung gemacht? Weil ich habe eigentlich schon deine Tochter angerufen. Nee, rufst auf dem Hoftelefon an, auf dem Hofhandy. Ach so, das ist die Hofhandy-Sache, alles klar. Ne, ach so, ne, dann herzlich willkommen erst mal wieder in Witzdorf. Hallo. Ah, ne, das ist meiner. Brauchst du den noch? Ich bin hier gerade noch dabei einzusammeln, ja. Hast du heute viel zu tun? Was mit einsammeln? Ne, überhaupt so. Weiß ich noch nicht. Ich muss mir einen Überblick schaffen, ich weiß ja gar nicht. Wenn du, die ist ja einfach klanglos hier gegangen, die olle Zippe, die blöde Kuh. Und jetzt darf ich zusehen, wie ich hier komme. Weil, wenn du den noch brauchst, ich brauch den ja auch, und wenn du nichts zu tun hast, könntest du im Endeffekt sogar bei mir noch ein kleines bisschen, Steine sammeln. Ich kann dir nicht versprechen, ich muss erst mal gucken hier, was hier noch alles... Ja, viel kann ja nicht sein. Ist ja Dezember. Ich kann's dir nicht sagen. Ich hab keinen Überblick. Null. Und wie geht's dir überhaupt? Ja, super. Ne, das ist doch schön. Ich steh hier wieder alleine da. Ja, das kennst ganz du doch. Klasse. War das nicht immer so, dass du gesagt hast, es ist besser so? Da kann sowieso kein anderer irgendwas mitmachen. Machen wir kurz eine Pause.
So, meine Lieben, wir sind auch schon wieder da. Und es geht ein bisschen weiter, als hier die ganze Geschichte. Also, was wolltest du zu sagen noch einmal schnell? Also dir geht's auch schon... Scheiße. Dir geht's auch schon mal wieder gut, oder was? Ja, also gesundheitlich passt alles soweit. Ansonsten, ja... Nee. Eher nicht. Warum denn? Wegen deiner Tochter, oder was? Ja, es ist so eine blöde Art. Ja, ist halt nicht so. Aber ich kenne sie ja nicht anders. War ja klar. Ja, also hat er der wenig ganz schön geholfen, also, ne? Oder ne? Ja, und deswegen muss man sie in so ein Theater veranstalten, oder was? Was für ein Theater eigentlich? Was hat die gemacht? Ach, mir schon wieder Vorwürfe und alles. Ach so? Klar. Was sind da für Vorwürfe? Müssen wir jetzt nicht am Telefon bereden. Hm. Naja, gut, seh mal zu, ob du den, wie lange du den noch brauchst. Ne? Na, ich bin gerade drüber. Ich hoffe nicht mehr so lange. Also, du bist über den Steine sammeln. Oder soll ich ihn dir gleich wiedergeben? Dann gucke ich erstmal, ob ich was anderes machen kann. Nee, ich habe jetzt hier keine Zeit. Wie gesagt, du wirst nicht viel zu tun haben, weil, in der Abwesenheit von dir und von deiner Tochter sind ja auch die Dings gemacht worden, deine Tierchen. Oh, das ist lieb. Und viel mehr machen kannst du ja zurzeit, ne? Weil es ist ja nur Winter, hä? Ja, ich muss die Felder hier vorbereiten. Ja, wie willst du die Felder vorbereiten im Winter? Die ist sicher angetreten. Ja, ja, gut. Für die Ansaat vorbereiten. Na, es ja, kannst du auch Probleme kriegen bei minus 1 Grad. Ich denke, da. Es war nämlich letztens ganz schön gefroren und es war auch ganz schön. Schnee. War so viel Schnee, dass bei mir hier noch das Zeug rumliegt. Boah, ich kotze gleich hierher mit der Rotze. Was ist denn bei dir los? Ah, ich muss Kartoffeln aufladen und es geht ein bisschen schwierig gerade. Was habst du sonst so die letzten Wochen und Monate verpasst? Na, wir haben einen neuen Mitbewohner hier. Wer ist da? Wen ist da? Der hat hier, der macht mit Pferde irgendwas. Auch der Herr von Hoppe? Nee, der heißt irgendwie. Mich und Max irgendwas von. Irgendwie keine Ahnung. So, naja, gut. Ich lese mal auf, Kuli, hä? Ja, dann mach's alles gut. Alles klar. Tschüssi. So. Leute, das war natürlich jetzt nicht das allerbeste RP, aber... Wenn sie nichts sagt, dass ihr Telefon klingelt, kann man nichts machen. Und meine Kopfhörer spinnen rum. So. Jemand im Funk irgendwie? Oder ne? Wie sieht's aus? Jemand im Funk? Devon, na, wie sieht's aus bei dir? Holprig? Ja. Gibt's Schmerzen oder was? Na, die Paletten wollen so wie ich wohl. Ach so. Ja, das haben Paletten oft so an sich, weißt du das? Ja, ich bin Palettenfahrer gewohnt. Ja, wenn du das nicht immer machst, das ist klar. Ja, ich fahr lieber meinen Tankzug. Ja, das glaub ich. Von wem du machst mir eine Kratze in meinen LKW rein? Nee. Noch gar nichts passiert. Ja, lang schon, dass du Thomas genügend gerade dann gemacht hast. Dass ich was gemacht hab? Dass ich was gemacht hab? Ich meine, dass du Thomas schon genügend gerade dann gemacht hast. Ach so. Nee.
Was ist hier? Glaub mir mal. Na gut, so schlimm reagiere ich jetzt auch nicht, aber trotzdem Kratzer schauen beschissen aus. Kratzer sind scheiße, nicht wahr? Aber man muss eben mal sagen, es sind halt auch Arbeitsmaterialien. Ne? Manchmal lässt sich's nicht vermeiden, also jetzt mal in Thomas in Rücken zu stärken, weißt du, wie ich meine? Ja. Also eine schlechte Fahrweise, das kann man ändern. Ja, na gut, da kannst du natürlich trainieren, ne? Ja. So. Es fängt auch noch an mit Regnen, hä? Ja, ich hab's. Ach ne, mit Schneien! Du Scheiße. Hier übrigens, der Kuli ist wieder da, der alte Kuli. Ah. Seit lange mal wieder. Klingt nicht so erfreut. Ah, doch. Du weißt, wir haben Paletten verladen. Man hat sich schon ein bisschen vermisst, hä? Ja. Endlich hast du wieder von deinem Alter her eine Konkurrenz. Seht das Hesen, also Stefan, das ist ja schon fast frech, was du hier erzählst. Mhm. So. Deine Anlage ist ja immer noch kaputt vom Stall. Der war immer noch nicht da, oder? Ja, du hast sie doch gewechselt letztens. Nein, ich hab bloß angeschaut. Hey, du hast doch irgendwas gewechselt. Nee, ich hab den Sensor angeschaut. Wo jetzt was kaputt ist. Und hab geschaut, wo der Sensor ist. Oh, süße, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich kann mal schon auf den, ich hab nämlich ein Paket bekommen. Kann ich mal ach schauen, so, was drin ist. Bald haben sie mir den Sensor geschickt. Nee, das wäre natürlich nicht ganz schlecht. Und dann können wir gleich einbauen. Ich muss es dann noch zum Kühefüttern fahren. Da hat nämlich der Stallassistent gemeldet, dass sie nichts mehr haben. Oh, ja, das geht ja natürlich nicht. Das ist alles computergestützt und ja. Ja, siehst du ja aber, was computergestützt manchmal heißt. Manchmal geht die Scheiße überhaupt nicht. Ja, bei uns funktioniert es aber ziemlich. Ey, warte, Funk hier, Säcke. Ja, moin. Ey, hör mal, habt ihr auch so Kopfschmerzen? Nee, es geht eigentlich. Muss ich mir mal gleich eine doppelte Aspirin reinpfeifen, so, das geht ja gar nicht. Nee, es geht eigentlich. Sag mal, hast du ein paar Mal vergessen, aus dem Bus auszusteigen? Nee. Mein Uber ist vorbeigefahren an meinem Hof. Und was geht bei dir heute ab, Nikolas? Ja, wenn ich jetzt weiter so krasse Kopfschmerzen habe, ja nichts, ne? Okay. Ich weiß nicht, was los ist, das kann ich mir nicht erklären. Hm. Na gut, wir fahren gerade Paletten, vielleicht deswegen. Ja, aber allein wenn ich schon dran denke, da wird mir schon fast schlecht. An was? Paletten verladen. Ja, ja. Das muss ich zum Glück nicht machen. Ja. So. Sag mal, wo ging denn jetzt hier gerade die Sirene an? Oder Alarm? Ich hab nichts gehört. Hä? Ich hab nichts gehört. Nee? So. Hey, war, oh, au, du übersteuerst. Du musst dein Dings mal einstellen.
Entschuldigung. Ja, ist jetzt besser? Immer nur, wenn du anfängst zu reden, zum Beispiel. Ja, haut's mir hier beim Traktor die Sicherungen aus. Dann muss ich mal an meinem Mikrofon hier, an meinem Funkgerät gucken. Aber, Stefan, soll ich jetzt beim, wo bist du denn gerade? Ich bin beim Mann. Soll ich jetzt da vorbeikommen? Also, beziehungsweise hast du die Schlüssel da? Oder wie machen wir das jetzt? Wo hat denn das Oma so ein Schlüssel drin? Echt, ja. Da, die hat letztens einen Schlauch gewechselt von der Annahme. Und da hat er einen Schlüssel, glaube ich, nicht zugetan. Meinst du, der steckt noch, oder was? Naja, Stecker wird dann immer. Das ist draußen in unserer Erweiterung, da stecken die Schlüssel nicht. Auf dem Hof grundsätzlich auch nicht. Ja, ja. Ja, ich fahre jetzt hier noch fertig und dann schaue ich mal im Büro nach, ob wieder liegt. Ja, ich fahre schon mal zur Erweiterung runter. Ich habe gerade eh nichts zu tun. Bringt jetzt zwar eh nichts, weil ich noch ein bisschen brauche, aber. Ja, aber ich kann eh nichts machen. Es schneit. Ja, und mit dem LKW kann ich jetzt auch nichts anfangen, wenn das. Du kannst mal! Nikolas, du kannst mal bei mir den Schnee wegfahren, den du hingeschubst hast. Wieso? Ich hab noch deine Axt gemacht. Das kannst du mal machen. Das wäre meine Nachbarschaftshilfe, ja? So sieht's aus, mein Freund. Ich wäre mir jetzt keiner Schuld bewusst. Das ist mir egal, aber du kannst es trotzdem mal machen, hast ja nichts zu tun. Ah, ich glaube, ich hab gerade noch einen Auftrag reingekriegt, warte mal. Ah ja. Das sind tolle Nachbarn, das sag ich dir. Stefan, ich sag's dir. Die wohl schneller aussehen, als sie mal so los sind. Na, das sind die richtigen Nachbarn, weißt du, wie ich meine? Ja, kippen die was auf den Hof und dann geben sie das nicht zu. Ah ja. Aber das haben die meisten ja gesehen. Da waren ja auch so viele. Ja. Ja, der ganze Landhandel war vertreten, auf alle Fälle. Da waren doch auch noch andere da, dachte ich. Der Biohof hat ja nicht mitgemacht. Also ich habe schon ganz schön viel Kartoffeln eingeladen, mein Freund. Dir. Und ich kämpfe halt aktuell mit den Paletten. Ja, ich glaub's dir. Ich merke mittlerweile, Paletten verladen ist die schlimmste Aufgabe. Ich glaube, das mit dem selber laden müssen wir nochmal überdenken. Mit dem was? Mit dem Angebot, dass wir selbst laden. Da geht jetzt leider nicht mehr dran zu ändern. Die hatten es ja auch teilweise mal so, dass wir den Anhänger ja blockiert stellen. Ja, aber das macht ja dann kein Mensch mehr. Ja, bis wir den Anhänger wieder zurückbekommen. Genau. Genau, wie du deine Stände sammelst. Ja, die Kuli hat ihn. Ich muss das, ich brauch den aber dann mal sehen. Ja, ich hab's schon gehört. Aber ich will die erst mal, machen lassen. Ja. Die hat schon wieder Stress mit ihrer Tochter irgendwie. Ich habe auch gesagt, hier wegen der einen offenen Rechnung, da wussten sie übrigens gar nicht von, dass hier die, wie hieß die Renate? Ja. Dass die den Walzer hat warten lassen bei mir. Da wusste die Kohle nicht von. Also die originale Kohle. Ja. Naja, gut, aber man muss eben immer wieder sagen, eine Wartung ist eben halt auch wichtig, ne? Das. Ja, ja, aber ich habe auch schon zum Kohle so gesagt, so. Hör mal, das ist jetzt nicht so. Das drängt jetzt nicht, also immer mit der Ruhe. Ja. Ist richtig.
Na gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann übermorgen in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne das Däumchen da. Ich mache noch ein bisschen die Kartoffeln hier fertig. Heute haben wir, wie gesagt, viel gequatscht und eben auch Kartoffeln aufgeladen. Nachher in der nächsten Folge, wir nehmen ja immer alles am Stück auf, ja. Nachher in der nächsten Folge müssen wir mal zur Kohli fahren und gucken uns das mal an, wo der Dings steht. So. Ach, und da habe ich noch eine kleine andere Idee. Also, in der nächsten Folge wird's lustig. Passt mal auf, meine Freunde. So wird's. Also, wir sehen uns. Lasst ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal übermorgen. Tschüss und ciao.